Ja, das wissen Okay. wir. Das ist gut. Das Board ist ein Foto von der Next Library Conference, die letztes Jahr in Berlin stattgefunden hat, und zwar vom Bibliotheksfest beim FÖB. Und Sie sehen schon da, es gibt sehr viele Ideen und Vorstellungen, was die Bibliothek der Zukunft sein könnte. Bibliothek der Zukunft ist ja ein bisschen so das ähnliche Konzept oder äquivalent genutzt wie eine smarte Bibliothek oder eine Smart Library, wie wir jetzt eher benutzen als Term. Und uns ist dann irgendwann im Laufe unserer Workshop-Tätigkeit hauptsächlich aufgefallen, dass es ja ein viel benutzter Begriff ist, aber dass es eigentlich noch nicht so eine Klarheit darüber gibt, was bedeutet das eigentlich. Genau. Ja, kommen wir einfach mal zum Ablauf, dann wird vieles ein bisschen klarer. Frau Freiberg hat ja gerade schon ins Thema eingeführt. Das heißt, wir werden uns natürlich am Anfang klar dem Begriff Smart widmen. Was verstehen wir darunter? Ist es wirklich nur ein Buzzword? Steckt mehr dahinter? Das werden wir gleich herausfinden. Und dann gucken wir uns die Definition der Smart Libraries an und vor allem auch der Smart Map. Wir widmen uns dann den vier Aspekten, die wir ausgemacht haben im Laufe der Zeit: Raum, Technologien, Kooperation und Partizipation. Kommen dann noch mal ganz kurz auf die Methoden auch zu sprechen. Ja, und leiten dann über zu einem anderen Thema, nämlich zu den Smart Cities, und geben dann natürlich auch noch einen Ausblick in Richtung Smart Libraries 2. Genau, das haben wir jetzt vor in den nächsten 40 Minuten circa. Ohne jetzt wirklich das zu einer Werbeveranstaltung verkommen zu lassen, können wir natürlich unseren Sammelband zu dem Thema nicht unerwähnt lassen, weil wir heute auch maßgeblich uns auf die Ergebnisse dieses Sammelbands beziehen. Vielleicht ist Ihnen der schon mal über den Weg gelaufen. Der ist letztes Jahr im BT Online Verlag erschienen. Auf der linken Seite sehen Sie so einen kleinen Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis. Wir haben uns bemüht, sowohl ein bisschen Theorie reinzubringen, also was bedeutet Smart, auch so die Begriffsherkunft etwas beleuchtet, von Moritz Mutter zum Beispiel. Dann natürlich Technologien, Raumkonzepte. Da sehen Sie so ausschnittshaft einige Aspekte und natürlich auch Beispiele. Da haben wir zwei internationale Beispiele, die Idea Stores aus London sowie Dock 1 in Aarhus. Zwei schöne Beiträge. Gut, das ist jetzt aber mit dem Werbeblock auch vorbei. Aber wir werden noch häufiger darauf Bezug nehmen. Deshalb möchte ich es nicht unerwähnt lassen. Ich wollte erstmal, bevor wir jetzt auf das Gesamtkonstrukt Smart Libraries, dem wir uns heute insgesamt annähern möchten, nur auf den Begriff Smart kurz eingehen. Wie gesagt, wir hatten da auch einen eigenen Beitrag in dem Sammelband. Aber ich fand es ganz interessant. Ich glaube, das war Herr Mitrovan, der in seinem Beitrag zu Partizipation sich tatsächlich auch historisch dem Wort Smart etwas näher gewidmet hat. Und Smart hat nämlich ursprünglich eher ein bisschen problemorientiertere Konnotationen, dass etwas sehr mühevoll ist und dass es Probleme bereitet. Und das hat sich offensichtlich dieser Begriff ganz stark gewandelt, nämlich von Problem zu tatsächlich lösungsorientiert. Smart ist generell ein Begriff aus unserem Alltag, allen voran natürlich Smartphones, aber auch Smart Homes, ähnliches, und ist ganz stark mit Technologieeinsatz verbunden. Und zwar nicht nur Technologieeinsatz, der völlig ungezielt vor sich geht, sondern ganz gezielten Technologieeinsatz, eben eine clevere, also als Äquivalent zu Smart, Art mit Technologien umzugehen, die uns das Alltagsleben, das Arbeitsleben erleichtern sollen. Also zu dem Begriff erstmal isoliert. Genau. Genau, also wir haben natürlich dann im Laufe der letzten Jahre bei den vielen Seminaren auch immer die Veröffentlichungen und Publikationen im Blick behalten und konnten dann natürlich ganz toll zum einen eine sogenannte Smart Map und zum anderen natürlich auch eine Definition dazu erstellen. Das heißt, wir sehen hier klar die Smart Library, was zeichnet sie aus? Das heißt, es geht um die Anwendung moderner Informationstechnologien, es geht aber auch um Personalentwicklung, auch das ist ein Thema von einer smarten Bibliothek. Natürlich, wie gerade schon eingangs erwähnt, wir haben Technologien, Kooperationen, letztendlich auch Partizipation von Nutzerinnen und Nutzern spielt eine wesentliche Rolle bei einer Smart Library. Auch das haben wir letztendlich dann wirklich in die Bibliothek oder vielmehr in diese Definition einfließen lassen. Und klar, wir erinnern uns an die ganzen Diskussionen zur Bibliothek als dritter Ort und Aufenthaltsqualität. Auch das zeichnet letztendlich eine Smart Library aus, dass sie eine Aufenthaltsqualität hat und dass sie natürlich die Bibliothek als Treffpunkt auch etabliert.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Smart Map werfen. Vielleicht im Uhrzeigersinn von oben, von der Kooperation und Partizipation hin zu den Personal, zu dem Personalpunkt auf der linken Seite. Das heißt, unter Kooperation und Partizipation haben wir natürlich Methoden ausgemacht, die in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen sind, wie zum Beispiel Design Thinking, aber auch das Modellprogramm für öffentliche Bibliotheken. Wir haben auch Akteure ausfindig gemacht oder beziehungsweise ausfindig gemacht, nicht wirklich, sie sind ja da, Nutzer, Nichtnutzer und natürlich das Bibliothekspersonal als solches. Bei der Technik ein bisschen weiter runter, so auf 4 Uhr herum, haben wir natürlich Trends ausfindig gemacht. Das heißt, was ist da wichtig? Welche Trendreports sollten Bibliotheken im Auge behalten? Da wird aber Frau Freiberg gleich noch mehr zu sagen. Dann haben wir auch mobile Angebote mit reingenommen in die Smart Map, mit in die Übersicht. Das heißt AR. Klar, wir kommen beide vom Augmented Reality Projekt, da haben wir uns kennengelernt. Das ist natürlich der erste Schwerpunkt bei uns auch gewesen. Aber auch sowas wie VR oder eben auch Beacons, Apps, klar, gehören auch irgendwo dazu. Dann auf 6 Uhr herum Innovation, ebenfalls als ein Bestandteil von einer Smart Library. Zum einen die Innovationskultur, das heißt, lasse ich Fehler zu als Bibliothek, wie tolerant sind wir, probieren wir Sachen einfach aus, dürfen sie auch mal schief gehen. Auch agile Methoden, klar, das deckt sich so ein bisschen mit den Methoden oben bei der Partizipation, da gibt es Überschneidungen. Innovationsstrategie, besitzt die Bibliothek eine solche? Ja, wir haben auch hier wieder die agile Führung mit dazu, die Unternehmenskultur als solche, besitzt dann eine Bibliothek eine solche Kultur, bis hin zu Bauangeboten. Hier sehen Sie jetzt beispielsweise noch die Bookbots oder eben auch, dass Bibliotheken ein Bewerbungsequipment ausleihen. Ich glaube, das war die New York Public Library, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Fahrräder, da gab es natürlich den Artikel von Janet Wagner von der FU halt bei uns im Buch mit dazu. Das ist allerdings ein Bereich der Wow-Angebote. Es kann natürlich nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen, klar. Eine Smart Library, der Ort zeichnet sie auch aus. Das heißt, wir haben hier natürlich die Aufgabe. Welche Aufgabe hat die Bibliothek in dem Fall? Dritter Ort, brauche ich nicht viel zu erzählen, kennt jede und jeder. Community Hub. Und dann das schöne Schlagwort Good Social Spot, was mich, ich glaube, seit 2000 mittlerweile begleitet. Erst einmal gehört bei Herrn Professor Hobohm in Bibliothekstypologie 2000. Immer noch aktuell und wird auch weiter aktuell bleiben. Auch das haben wir natürlich mit aufgenommen. Es gab in den letzten Jahren auch viele Diskussionen. Klar, was uns politisch umtreibt letztendlich, werden wir als Bibliotheken mehr und mehr zu einer Arena of Debate. Auch das war letztes Jahr ein großes Schlagwort. Lernort und Open Library gehören natürlich beim Ort auch dazu als Konzept. Ja, last but not least das Personal. Klar, wir haben natürlich bekannte und neue Professionen, Diplombibliothekare, Bachelor, Farmi, Assistenten, aber es kommen mehr und mehr auch neue Professionen mit in die Bibliothek. Sei es der Medienpädagoge, der sich jetzt etabliert hat, mehr oder weniger, aber letztendlich auch sowas wie eine Innovationsmanagerin. Ich denke da zum Beispiel an Friedrichshain-Kreuzberg, ich glaube, die haben mittlerweile einen Innovationsmanager oder natürlich Doc1 in Aarhus mit Sitzelbech Petersen, die dort eben auch als Innovationsmanagerin tätig ist. Ja, und auch hier wieder die agile Personalentwicklung, auch wieder ein Part im Bereich der Smart Library, auch das ein Kennzeichen. Gut, jetzt haben wir mal einen ganz großen Gesamtüberblick erstmal gewonnen, wo wir wirklich auch alle Aspekte hineingepackt haben, wenn man so will. Und wir sind das Thema so angegangen, dass wir erstmal versucht haben, so wie lassen sich jetzt diese Themen clustern, was kann man für Grundprinzipien herausarbeiten. Dabei sind zunächst drei Säulen herausgekommen, nämlich Technologien, der physische Raum und Kooperation. Und durch den Sammelband und auch durch unsere Erfahrungen, jetzt gerade auch in Bezug auf neue Methoden und auch Bürgerbeteiligung, ist Partizipation zu einer vierten Säule geworden. Da werden wir aber am Ende nochmal ganz explizit drauf eingehen. Ich stelle Ihnen jetzt erstmal den Bereich der Technologien vor. Wir haben ja gelernt, bei Smart ist es ein ganz zentraler Punkt, wenn nicht sogar der zentrale Punkt. Und Technologien spielen ja heutzutage auch in Bibliotheken eine sehr zentrale Rolle, wie ich meine. In manchen mehr, in manchen weniger. Es ist natürlich auch immer bedarfsorientiert. Ich würde das gerne am Beispiel von Augmented Reality, Sie haben es schon geahnt, machen, weil man das doch immer an einem praktischen Beispiel am besten aufzeigen kann.
Jetzt hätte ich normalerweise in die Runde gefragt, wer kennt alles Augmented Reality? Ich nehme an, viele haben es schon mal gehört. Hier ist nur ganz kurz die einschlägige Definition von Ronald Azuma. Die ist schon von 1997. Das war ein IBM-Mitarbeiter. Also 1997 gab es schon diese Technologie, beziehungsweise die war gerade in der Erforschung. Azuma hat eine sehr strikte Definition von Augmented Reality, weil alle vier Faktoren erfüllt werden müssen. Also es muss in 3D, in Echtzeit interaktiv sein und die Kombination zwischen real und virtuell soll vorhanden sein. Was ich immer so ganz gut finde als Merkhilfe, im Gegensatz zu VR ist es eben so, dass nicht das gesamte Gesichtsfeld überdeckt ist von einer ganz neuen Realität, sondern dass die bestehende Realität, also das Sichtfeld, einfach angereichert wird mit zusätzlichen Inhalten. Diese können einfach Bubbles sein mit Texten, das können aber auch Videos sein, bis hin zu animierten Figuren. Da gibt es ja schon sehr ambitionierte Anwendungen. Als Einrichtung fragt man sich natürlich, was gibt es eigentlich für Technologien? Also muss man sich erstmal überlegen, wie erfahre ich davon? Als eine sehr gute Quelle, wie ich finde, haben wir hier den Gartners Hype Cycle. Hier der Hype Cycle von 2017. Ich will so ein bisschen die Entwicklung nachzeichnen von Augmented Reality. Deshalb beginnen wir in diesem Jahr. Das ist eigentlich ursprünglich eher ein Instrument für die Wirtschaft, dass man schauen kann in den Presseerzeugnissen, wie häufig wird ein Begriff genannt und wann wird ein Begriff so häufig genannt, dass man von einem Hype sprechen kann oder von einem Trend. Das ist so dieser aufsteigende Berg, das ist ja so wie ein Berg, auf den ein Tal folgt. Der Berg ist ja ganz schön, es gibt viele Hypes, man hört oft von ganz abgefahrenen Technologien. Aber das Entscheidende ist, was ist, wenn die häufige Nennung in der Presse runtergeht, wenn man in das Tal kommt. Kommt die Technologie dann in der breiten Nutzung an oder nicht? Das ist eigentlich das Entscheidende. Das lässt sich auch an Indikatoren festmachen, wie der preislichen Entwicklung. Wenn eine Technologie wie ein 3D-Drucker jetzt noch so viel kostet, dass man sich den eben nicht für zu Hause leisten kann, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er in die breite Anwendung kommt. In 2017 ist Augmented Reality im Tal, da ist es dann noch unklar, wie es mit der Technologie weitergeht. Den gelben Pfeil habe ich noch genutzt für Virtual Reality, um das so ein bisschen zu kontrastieren. Virtual Reality war vorher schon etwas bekannter und Sie werden gleich sehen, dass die Entwicklung doch relativ unterschiedlich ist. In 2018 nämlich ist VR, also Virtual Reality, schon verschwunden. Das heißt, diese Technologie hat es in die breite Anwendung geschafft. Ich sagte ja, der Preis ist ein Indikator. Ich hatte mal bei einer Recherche gesehen, dass es VR-Brillen für 19,90 Euro gibt. Das heißt, also wie gut die Software ist, das ist alles dahingestellt, aber theoretisch könnte sich das fast jeder für zu Hause anschaffen. Augmented Reality hat so ein ganz kleines Stück weiterentwickelt in 2018 und in 2019. Siehe da, auch da ist Augmented Reality im Alltag angekommen oder in der breiten Anwendung, wenn man so will. Das ist natürlich bibliotheksspezifisch jetzt nicht ein Instrument, was man ausschließlich benutzen sollte, weil das, wie gesagt, sich auf die gesamten Presseerzeugnisse bezieht. Aber es ist schon ganz interessant zu beobachten, was es in der Industrie Neues gibt. Und es erscheint einmal im Jahr, man kann ja mal einen Blick reinwerfen, vielleicht gibt es ja eine Technologie, die für die Bibliothek oder für ein Problem am Ort lokal passt. Ein weiteres Instrument ist der NMC Horizon Report gewesen, der ist wirklich bibliotheksspezifisch. Der wurde nun aber leider eingestellt. Es gibt viele Diskussionen, dass man den auch im deutschsprachigen Bereich vielleicht wieder aufleben lässt. Da hoffe ich sehr drauf, weil ich es eigentlich ein sehr schönes Instrument fand, weil das wirklich eine langfristige Beobachtung von Technologien und generellen Bibliothekstrends war. Also das sehen Sie hier in der Einteilung der Jahre. Da kann man gucken, was war nur ein eher kurzzeitiger Trend. Zum Beispiel Rethinking Library Spaces ist jetzt ja keine Technologie, aber das ist offensichtlich ein Thema, über das in diesen Jahren besonders nachgedacht wurde. Wie gesagt, das vielleicht so als Anstoß, das für den deutschsprachigen Bereich nochmal zu etablieren. Auch die IFLA hat sich natürlich Gedanken gemacht über die Bibliothek der Zukunft. Das ist hier in einem Positionspapier der LKZ entwickelt worden, nämlich diese 5 Aufgaben für die Bibliothek. Sie sehen, es ist so ein bisschen abstrakter gehalten. Man soll neue Geschichten entwickeln, also Vermittlung von Inhalten etc.
Es ist natürlich jetzt nicht so eine ganz konkrete Hilfe, wie man jetzt im Alltag seine Probleme in einer Bibliothek löst oder neue Services entwickelt. Aber ich wollte es nicht ungenannt lassen, dass sich eben auch solche Institutionen mit der Bibliothek der Zukunft natürlich beschäftigen. Ja, die Bibliothek ist vorwiegend auch ein Ort oder ein Raum, ein physischer Ort, um da kurz drauf einzugehen. Man kann die tollsten Technologien entwickeln, aber wenn das mit den Bedürfnissen vor Ort eben nicht zusammengeht, ist das völlig sinnlos. Also ganz wichtig, Technologien sind interessant, man kann sie beobachten, im Auge haben, auf Konferenzen gehen, sich mit Kolleginnen austauschen, was es an neuen Technologien gibt, was sinnvolle Einsatzszenarien wären, aber letztlich geht es um die lokalen Bedürfnisse. Also Technologie ist kein Selbstzweck und man muss auch nicht jeden Technologietrend verfolgen, um das nochmal so zusammenfassend ganz deutlich zu sagen. Auch beim Ort kommt es darauf an, auf eine smarte Gestaltung, das heißt bedarfsangepasst. Das heißt, man muss aber auch die Bedürfnisse erstmal kennen. Sie sehen, das Konzept rückt auch immer mehr ins Methodische. Es gibt kein Standardrezept, es gibt nicht die eine Technologie, es gibt nicht die Gestaltung eines Ortes. Und hinzu kommt eben auch, dass wenn es sich nicht um einen Neubau handelt, um ein großes Projekt, was finanziell dementsprechend ausgestattet ist, dass man eben auch begrenzte Möglichkeiten hat. Daher möchte ich ganz kurz darauf eingehen, dass man vielleicht den Ort eben flexibel gestalten könnte. Hier sehen wir als Beispiel die Hunt Library. Die haben das eigentlich ganz einfach gelöst mit flexiblen Mobiliar. Und zwar im unteren Bereich, diese halbrunden Flächen können eben als kleine Veranstaltungsorte genutzt werden. Dabei ist es auch ganz hilfreich, das hatte mir einmal sogar ein Bibliotheksleiter erzählt, ich sage jetzt aber nicht wer, dass man die Nutzerinnen auch beobachtet tatsächlich oder auch schaut, wie werden Flächen genutzt. Es gibt auch immer Flächen, auch in nicht so ganz großen Bibliotheken, die tatsächlich gar nicht genutzt werden oder ganz anders genutzt werden. Dass man da einfach schaut, wie kann ich den aktuellen Bedürfnissen danach kommen, wie kann ich Flächen auch flexibel halten, dass sie für Abendveranstaltungen funktionieren, aber auch am Tage zum Lesen. Das nur als ganz kleine Inspiration. Frau Wolf hat ja eben ja auch gesagt, dass das Thema Ort ja ein viel behandeltes Thema bereits ist. Für öffentliche Bibliotheken ist es vielleicht auch eher so, dass es nicht der dritte Ort ist für viele Menschen, sondern tatsächlich der zweite Ort. Und diese Diskussion ist ja auch wirklich ganz aktuell immer noch. Deswegen auch eine wichtige Säule der smarten Bibliotheken. Genau, kommen wir dann zu den Säulen Kooperation und Partizipation. Worin unterscheiden sich diese? Sie sehen hier die Definition. Bei beiden kommt es zu einer Zusammenarbeit. Selbstständiger Partner, es gibt bei beiden das gleiche Ziel mit einem Unterschied. Bei Partizipation gibt es einen Entscheidungsprozess. Das heißt, gemeinsam letztendlich wird zum Beispiel mit Nutzenden, Nicht-Nutzenden, mit der sogenannten Community letztendlich überlegt, was wollen wir mit der Bibliothek umgestalten, wie wollen wir die Bibliothek umgestalten, vielleicht räumlich, gibt es irgendwelche Services etc. Also das unterscheidet natürlich Kooperation, Partizipation. Kooperation, klar, ich bin jetzt natürlich von einer öffentlichen Bibliothek, das heißt, meine Sichtweise wird natürlich streng ÖB-lastig sein in dem Fall. Das heißt, klar, Bibliotheken, die öffentlich sind, gehen seit jeher Kooperationen mit Kitas ein, mit Schulen beispielsweise, mit dem Quartiersmanagement. Wir haben bei uns die Kiezmütter, die bei der Leseförderung mit dabei sind. Partizipation ist noch nicht ganz so regelmäßig zu finden. Das heißt, klar, es gibt natürlich größere Bibliotheken im Bundesgebiet, Würzburg beispielsweise, wo natürlich die Bibliothek mit den Nutzenden und wahrscheinlich auch mit den Nichtnutzenden gemeinsam gestaltet wurde. Ähnlich natürlich, klar, wie immer der Leuchtturm in Dänemark, Dock 1. Auch da hat man sich viel Zeit letztendlich für einen Partizipationsprozess genommen. Und ich glaube, letztens war es wieder auf Twitter, dass jemand aus einer Bibliothek in Dänemark zu Gast war und dann auch nochmal von der Uhr oder von dem großen Gong geschwärmt hat. Ja, ich kann bestätigen, ich war letztes Jahr im Herbst, da hört sich wirklich ganz toll an. Also die Bürger haben sich da wirklich was ganz Tolles für ihre Bibliothek dann auch gewünscht. Vielleicht musst du den mal erläutern, den Gong. Den Gong. Kind, ja. Jetzt, ich meine, klar, jetzt würden wir natürlich in die Reihen gucken und würden entweder fragende Gesichter sehen oder nicht. Also der Gong wird jedes Mal geläutet, wenn in Aarhus dann tatsächlich ein Baby zur Welt kommt. Es wird allerdings nicht in der Bibliothek ausgelöst, wie mir Sitzel erklärt hatte, sondern im Krankenhaus selbst. Das heißt, die Eltern drücken den Gong. Und das war dann auch so ein bisschen so, also wir standen dann in der Nähe, dieser Gong ertönte und alle blieben dann plötzlich stehen und guckten dann so ganz ehrfürchtig zu diesem Gong hin, hatten so ein beseeltes Lächeln dann auch auf dem Gesicht.
und gingen dann wieder alle weiter. Also es war, es ist ein sehr schönes, nettes Gimmick einfach, ne? Was eben auch zeigt, da haben wir die Bürger ernst genommen. Und genau darum geht es eben auch in einem Partizipationsprozess. Das heißt, wichtig ist, wenn solche Prozesse angestoßen werden, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Damen und Herren, mit denen man diesen Partizipationsprozess durchlebt, natürlich auch eigene Vorstellungen von Bibliotheksarbeit haben. Das heißt, man muss auch überlegen, wie offen bin ich, wenn zum Beispiel der Vorschlag kommt, machen wir doch einfach die ganze Bibliothek in Blau. Ja? Oder ähnlich verrückte Sachen. Das heißt, sind wir offen genug, um uns darauf einlassen zu können, beziehungsweise den Prozess auch so transparent zu gestalten, dass die Damen und Herren, die daran teilnehmen, dann auch jeden Punkt nachvollziehen können oder eben auch wissen können, okay, warum können wir manche Sachen nicht realisieren? Ansonsten wäre es dann nämlich eine Scheinpartizipation und klar, die kommt natürlich nicht so gut an. Es gibt in der Fachliteratur verschiedene Modelle der Partizipation. Also ich habe von der Partizipationsleiter unter anderem gelesen, der Partizipationsspirale, und auf dem nächsten Bild sehen wir die sogenannte Partizipationspyramide, die, und jetzt kommt doch wieder ein Werbeblock, ich hoffe, du verzeihst mir. Na gut. jetzt muss ich das mal irgendwie reinhalten, die aus diesem Buch ist. Also dieses Buch ist ein klasse Buch für alle Leute, die sich mit Partizipation beschäftigen müssen. Es listet relativ gut auf, letztendlich, was Partizipation ist und unter anderem eben auch diese Pyramide anhand von vielen Beispielen. Und Sie sehen alle, dass hier die Partizipation aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Auf der einen Seite, von mir aus jetzt rechts, die der Bürgerinnen und Bürger. Da geht es eben darum, informieren wir die Bürgerinnen und Bürger, lassen wir sie mitwirken, bis hin zu Eigeninitiativen. Und auf der anderen Seite eben die professionelle Perspektive. Das heißt, wir informieren als Bibliothek über das, was wir vorhaben. Wir lassen Mitbestimmung zu und übertragen zum Beispiel auch Entscheidungsmacht. Das Ganze hat jetzt, also wenn man an Partizipation denkt, denkt man natürlich sofort immer an Design Thinking. Ja, das ist dann eine Methode, da kommen wir jetzt zu den Methoden. Aber wir haben im Laufe der letzten Jahre durch unsere gemeinsamen Seminare und Workshops, die wir gegeben haben, auch weitere Methoden mit in Betracht gezogen. Das eine wäre der sogenannte Ideolog und der morphologische Kasten, die sogenannte Zwickibox. Ein sehr strukturierter Ablauf mit Oberbegriffen und verschiedenen Eigenschaften. Manchmal nicht so ganz easy zu erklären, aber ich denke, wir hatten auch in Köln einen guten Workshop dazu. Ja, obwohl Post-Mortem ist ja ein Teil davon, ne? Ja, oder Pre-Mortem, ja, das kommt gleich noch. Genau. Dann hatten wir experimentiert mit dem Modellprogramm für die öffentlichen Bibliotheken aus Dänemark, wo es auch nochmal um diese Four Spaces halt geht, Meeting, Performative Learning and Inspiration. Design Thinking ist die Methode, die wir, denke ich, am meisten bis jetzt verwendet haben und die auch immer wieder gut ankommt. Und jetzt haben wir schon wieder einen Werbeblock, fällt mir gerade auf. Ja. Ja, tut mir leid. Wir haben als letztes Mal mit dem sogenannten Business Model Canvas experimentiert. Achtung, Werbung. Wir kriegen übrigens kein Geld dafür. Also gute, einführende Literatur, die auch nochmal erklärt, was ist das Business Model Canvas. Kommt eigentlich oder wird meistens in der Wirtschaft verwendet, wenn es darum geht, Produkte zu testen oder zu überlegen, an den Mann zu bringen. Also dass man auch hier wieder einen strukturierten Ablauf hat, ein neudeutsches auch Mindset letztendlich, dem man sich dann widmet, dass man wirklich auch keinen Part vergisst mit aufzunehmen und immer vor allem auch den Kunden im Blick hat. Wir haben dann für einen Workshop auch mal alle vier Methoden miteinander verglichen und Sie sehen, die Dauer ist von einem Tag bis zu mehreren, gerade Design Thinking oder auch das Business Model Canvas können durchaus länger dauern. Geeignet sind die Methoden ebenfalls unterschiedlich, sowohl für ÖBI als auch für die Babys. Teilnehmer von den Bibliotheksmitarbeitern bis zu Nichtnutzenden oder der Community, wenn wir es mal allgemeiner umschreiben. Schwierigkeitsgrade unterscheiden sich auch. Die Phasen sind nahezu eigentlich immer gleich. Es geht immer darum, sich in irgendetwas reinzufühlen, eine gewisse Orientierung zu schaffen,
Generierung letztendlich und Optimierung, also das heißt Generierung, wir haben sowas wie ein Brainstorming, wir definieren unser Problem beispielsweise, bis hin wirklich auch zur Implementierung, das heißt, das Ganze wird dann in die Wirklichkeit übertragen oder in ein Modell. So ähnlich funktionieren zumindest die ersten drei. Das Business Model Canvas hat dann wirklich ein Template, eine strukturierte Übersicht, die auszufüllen ist, die allerdings auch kontinuierliche Anpassung erfährt im Laufe eines Prozesses. Ja, Methoden, mit denen wir unterschiedlich dann auch, mit unterschiedlichen Methoden, mit denen wir dann auch gearbeitet haben, gibt es dann ganz unten in der untersten Zeile. Wir haben natürlich sowas wie ein Brainstorming gemacht, das ist der Klassiker, das ist eine sehr klar niedrigschwellige Methode, die fast jeder eben auch kennt. Wir haben mit Empathy Maps gearbeitet oder eben auch mit SWOT, Storyboard, Storytelling beispielsweise oder, was Frau Freiberg gerade angesprochen hat, die sogenannte Primortem-Analyse. Das heißt, wir gucken auch, dass wir bei jedem Workshop, den wir geben, immer mal wieder die Methoden ein bisschen mischen, ein bisschen gucken halt auch, wie die Teilnehmenden darauf reagieren. Und beim letzten Mal war es wirklich für uns ein Aha-Ergebnis in Köln mit dem Business Model Canvas, wo dann die Frage kam, naja, können wir da jetzt nicht auch noch ein bisschen was zu machen? Und wir haben es eigentlich nur kurz vorstellen wollen. Also insofern ist da noch genug Spiel nach oben. Genau, wir hatten ja eingangs so erwähnt, dass, also im Grunde haben wir jetzt so nachvollzogen, wie wir uns dem Thema genähert haben, dass wir eigentlich von dem Inhaltlichen immer stärker zu Methoden gekommen sind, weil wir eben gesehen haben, beispielsweise Technologien funktionieren jetzt nicht in jedem Fall und unter jeden Bedingungen, sondern es geht tatsächlich immer darum, im Team idealerweise oder auch unter Partizipation der Nutzerinnen methodisch etwas zu entwickeln, was dann eigentlich maßgeschneidert für den Ort und für das Personal und für die finanzielle Ausstattung passt. Also wenn Sie jetzt erwartet haben, Sie bekommen jetzt das Rezept, das für alle funktioniert, dann sind Sie jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber es ist tatsächlich so, dass man im Verlauf der thematischen Auseinandersetzung irgendwann doch beim methodischen eher landet. Smart Libraries, das haben wir eingangs ein bisschen angedeutet, ist als Einzelkonzept noch nicht so ausdefiniert, da kann der Sammelband vielleicht einen Beitrag zu leisten. Viel bekannter ist eigentlich das übergeordnete Konzept, wovon die Smart Bibliothek ja auch ein Teil ist, nämlich die Smart City, also die schlaue Stadt. Da finde ich, sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dass es vielleicht auch Schattenseiten haben kann, gerade durch diese Vollautomatisierungsaspekte. Das evoziert natürlich auch Ängste. Ich werde überflüssig, beispielsweise im Arbeitsalltag. Roboter übernehmen jetzt meine Arbeit, ist mal so salopp gesagt. Und natürlich auch, wem gehört der öffentliche Raum? Da nehme ich immer gerne dieses Symbolbild. Das war mal in der Süddeutschen Zeitung. Da ist ein Kunstwerk von Jeff Koons in den Central Park via Augmented Reality gebracht worden und völlig frei zu bearbeiten gewesen. Und dann passiert auch im virtuellen Raum natürlich, dass jeder das Kunstwerk dann mitgestaltet mit seiner Kunst. Und dann kann man sich natürlich anhand dieses Beispiels überlegen, wem gehört der digitale Raum, wem gehört der öffentliche Raum. Können das alles kommerzielle Firmen dann möglicherweise nutzen? Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund dieser eher kritischen Betrachtungsweise, wem gehören unsere Daten, auch ein großes Thema, kann man doch unterstreichen, dass Partizipation und Kooperation entscheidend sind für das Konzept der Smart City und in dem Kontext natürlich auch für das Konzept der Smart Library. Die Smart City ist so ein bisschen, hat den Status einer Utopie, würde ich sagen. Also die Smart City existiert in dem Sinne noch nicht, obwohl es zahlreiche Wettbewerbe gibt. Jedes Jahr, wer wird die Smart City 2020? Dann wird immer nur ein Teilaspekt natürlich beurteilt. Im Grunde genommen geht es nämlich tatsächlich um ein ganzheitliches Konzept, was inklusiv ist, also sozial inklusiv, was nachhaltig ist, umweltschonend, was Bürgerbeteiligung vorsieht. Und da kann die smarte Bibliothek natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen. In dieser Grafik sehen wir auch, dass die technische Infrastruktur in der Mitte steht und in alle Lebensbereiche hineinwirkt, wie das auch ja tatsächlich der Fall ist. Ich habe mich dann bei der Grafik so gefragt, wo die Bibliothek jetzt eigentlich anzusiedeln wäre. Natürlich im Bereich Education, aber letztlich ist die Bibliothek auch ein Teil der Infrastruktur, die beispielsweise digitale Services oder auch ganz klar die Technologien, also manchmal auch ganz profan den Internetzugang zur Verfügung stellt. Also man kann die Bibliothek tatsächlich an mehreren Bereichen hier ansiedeln.
Unsere Idee war daher, den Fokus etwas zu erweitern und die smarten Bibliotheken, wir haben auch noch gar keinen Titel dafür, fällt mir gerade auf, aber das kommt noch, dann im nächsten Jahr in einem Sammelband dann genauer zu beleuchten. Also gerade die Smart Libraries im Kontext der Smart City und eine stärkere Fokussierung auf die Bereiche Partizipation und Kooperation. Mir fällt gerade was ein. Okay, ja. Na klar. Und zwar, weil wir uns hier gerade in Berlin, Berlin-Mitte, in der Nähe auch vom Hauptbahnhof befinden. Hier gibt es seit einiger Zeit das Futurium. Und Frau Freiberg hat ja gerade gesagt, Smart Citizens sind ja auch natürlich klar ein Teil der Smart Cities. Und da gibt es übrigens ganz gute Beispiele aus anderen Ländern, wie da letztendlich wirklich Bürger als Smart Citizens letztendlich hier Teil der Smart City werden. Also kann ich nur empfehlen, tolles Museum, wie man letztendlich in der Zukunft arbeitet, lebt und welche Rolle eben auch die Bürger da spielen. Also sehenswert. Genau. Also uns, wir brennen weiterhin für das Thema. Es lässt uns nicht los. Wir werden weiter daran arbeiten. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben. Und jetzt freuen wir uns einfach auf gute Fragen. Viele Fragen. Und Diskussionen vielleicht auch. Vielen Dank. Danke. Da haben wir noch unsere Quellen für Sie. Genau. So. So, ja, vielen Dank. Also